Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting, der Heilige Geist und seine Führung. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Ja, wir werden heute wieder den Kurs in Wundern erklären, uns einfühlen, wieder weiterhin die Erlösung in uns fühlend wahrnehmen, stattfinden lassen und die Erkenntnis in uns aufdämmern lassen. Wir beginnen mit der Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut, danke schön. Alles in Ordnung, alles ruhig. Ja, danke Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ich fühle mich gut, neutral, ruhig, kommt auch jetzt so ein bisschen Freude. Ja, so. Ja, danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, auch. Reich und freudig und ja, manchmal neutral, aber ich merke, Wachsamkeit ist angesagt, sonst kann ich, liegen ja irgendwo Gedanken rum, in die ich mich verstricken kann, aber ich kann einen Schritt zurücktreten und einen Platz unbesetzt lassen und diesen Platz dem Heiligen Geist geben. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir noch zu meinem Feedback. Ja, ich habe momentan so ein Räuspern in der Stimme. Aber vom Geist her geht es mir gut und ich bin entspannt und im Frieden. Mit der Wachsamkeit geht es so langsam auch einher. Also diese geistige Wachsamkeit, die man vom Heiligen Geist verliehen bekommt, von der ich immer wieder spreche, die wir brauchen, von der Sabine jetzt auch gesprochen hat, um unseren Geist wachsam zu beobachten und unsere Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich einzusetzen. Das war's von mir. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Kommen wir jetzt also nochmal zu der typischen Verbindungsübung, die wir auch morgens immer machen. Sabine, ich verbinde mich mit dir im Geist. Wir lassen einen Augenblick den Körper ganz leer werden. Lassen einen Zeitabschnitt unbesetzt und lassen Gott leicht eintreten. Wir lassen den Körper leer werden, einen Zeitabschnitt unbesetzt, damit Gott leicht Eintritt. Dann gehen wir zum nächsten Teilnehmer über. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist, schließen die Augen, wiederholen den Satz. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist,
treten innerlich zurück und lassen den Heiligen Geist die Führung übernehmen, indem der Heilige Geist ein Gefühl von Verbindung hinzugibt. Wir treten zurück, geistig zurück, lassen den Heiligen Geist ein Gefühl von Verbindung hinzugeben. Dann gehen wir zum nächsten Teilnehmer über. Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist. Lassen den Heiligen Geist ein Gefühl von Verbindung hinzugeben. Schließen die Augen. Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist. Treten innerlich zurück. Verlassen dem Heiligen Geist die Führung. Öffnen wir wieder die Augen. Wir verbinden uns mit dem einen wahren Selbst in mir, in dir. Du verbindest dich mit deinem einen wahren Selbst in dir, mit dem Sohn Gottes, der du in Wahrheit bist. Lass den Heiligen Geist die Verbindung zu deinem wahren Selbst herstellen, indem es das ersetzt, von dem du glaubst, dass du es bist. Also wenn du jetzt glaubst, dass du das Ego bist, lässt du das von der Identität reiner Geist und Sohn Gottes ersetzen. Lassen uns an unseren angestammten Platz im Himmel zurückerstatten und nehmen unsere Funktion unter den Erlösern der Welt wieder ein. Lassen uns vom Heiligen Geist an unseren angestammten Platz im Himmel wieder zurückerstatten und übernehmen den Platz in der Welt unter den Erlösern der Welt, nehmen den Platz wieder ein unter den Erlösern der Welt. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Inhalt von Ein Kurs in Wundern, erschienen im Greuthof Verlag, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Foundation for Inner Peace. Herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Erschienen im Greuthof Verlag. Kapitel 13. Die schuldlose Welt. Römisch 10. Die Befreiung von der Schuld. Römisch 10. Die Befreiung von der Schuld. Absatz 8. Ich lese ganz langsam vor und du kannst zurücklehnen, zurücktreten, vom Verstehen wollen, als das Haben wollen loslassen und dich innerlich hingeben, damit die Erkenntnis in dir aufdämmern kann. Jetzt ist es dir gegeben, zu heilen und zu lehren, um das zu machen, was jetzt sein wird. Bisher ist es nicht jetzt. Der Gottessohn glaubt, er sei in der Schuld verloren, allein in einer dunklen Welt, in der der Schmerz ihn überall von außen niederdrückt. Wenn er nach innen geschaut
und dort das Strahlen erblickt, hat, dann wird er sich erinnern, wie sehr ihn sein Vater liebt. Und er wird unglaublich und es wird unglaublich erscheinen, dass er jemals gedacht hat, sein Vater liebe ihn nicht und sehe ihn als verurteilt an. Im Augenblick, in dem dir klar wird, dass Schuld wahnsinnig ist, gänzlich ungerechtfertigt und gänzlich grundlos, wirst du dich nicht fürchten, auf die Sühne zu schauen und sie gänzlich anzunehmen. Wir sind am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist mit diesem Absatz, lassen ihn im Geist sinken. Kommen wir zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut, vielen Dank. Genau. Bin mal wieder am Weg zum Arzt. Das heißt, kann sein, dass ich gleich irgendwann raus muss. Guck mal. Dankeschön. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Willkommen zur Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ruhig, gut, etwas immer noch freudig, aber etwas gedämpft und etwas mehr in Richtung neutral als eben. Ja, ich trete immer noch zurück und übergebe Gedanken, die scharren dem Heiligen Geist. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut, ruhig, freudig. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir noch zu mir. Ja, ich fühle mich zunehmend klarer und freier und bin innerlich sehr dankbar. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Kommen wir jetzt zu der Erklärung von Ein Kurs in Wundern, Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 10, die Befreiung von der Schuld. Absatz 8. Du kannst dich wieder zurücklehnen vom Verstehen wollen, als das Haben wollen loslassen und dich innerlich hingeben und die Erkenntnis in dir aufdecken. Jetzt ist es dir gegeben. So, erstmal bis zu diesem Komma. Hier wird jetzt wieder ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es jetzt, also nur jetzt geschieht. Es geschieht nicht in der Vergangenheit. Es wird nicht in der Zukunft geschehen. Es geht viel schneller. Die Erlösung findet genau jetzt statt. Wir warten keinen Augenblick mehr. Wir wollen jetzt und sofort die Erlösung, den Heilsplan Gottes, die Sühne annehmen, erste Aufgabe für den Tag. Ich nehme jetzt sofort die Sühne, Klammer auf, den Heilsplan Gottes, Klammer zu, voll und ganz für mich an. Der Heilige Geist
Ne, hier stopp. Jetzt ist es dir gegeben, zu heilen und zu lehren. Wir erinnern uns daran, heilen und lehren und lernen ist ein und dasselbe. Heilen ist kein physischer Vorgang. Es ist kein körperlicher Prozess, sondern es ist ein geistiger Prozess und deswegen hat er etwas mit Lehren und Lernen zu tun. Das bedeutet, wir lehren und lernen unter der Führung des Heiligen Geistes das Wahre, nur das Wahre und das Richtige und nicht unter der Führung des Egos das Falsche und das, was zum Schmerz führt. Jetzt ist es dir gegeben, zu heilen und zu lehren. Um das zu machen, jetzt steht hier etwas zu machen, was vom Grundsatzgedanken her, weil wir ja im Kurs in Wundern in diesem Schriftstück hier zwischen machen und erschaffen unterscheiden. Wir unterscheiden zwischen machen und erschaffen. Das Machen haben wir dem Ego-Denksystem zugeordnet und das Erschaffen haben wir dem reinen Geist zugeordnet. Und jetzt steht hier, um das zu machen, was jetzt sein wird. Das heißt also, an dieser Stelle machen wir eine Illusion. Wir machen gemeinsam mit dem Heiligen Geist eine andere Illusion, die die Illusion, die das Ego macht, ersetzen soll. Bisher ist es nicht jetzt. Bisher ist es nicht jetzt. Okay, wir sagen, bisher ist es nicht jetzt. Wir hören das, ja. Aber wir wissen natürlich gleichzeitig, es ist immer jetzt. Wenn hier steht, bisher ist es nicht jetzt, dann heißt das, illusionär ist es bisher nicht jetzt. Illusionär ist es bisher nicht jetzt. Aber es ist hier eine abgekürzte Form, einfach um dir zu sagen, bisher rutschst du immer noch im Raumzeitkonzept ein bisschen ab. Aber in Wirklichkeit ist es immer nur jetzt. Es gibt keine andere Zeit als jetzt. Es gibt keinen anderen Ort als hier. Der Sohn Gottes, der Gottessohn, glaubt, er sei in Schuld verloren. Das gehört jetzt dem Ego-Denksystem an, das gehört der Illusion an. Wenn der Sohn Gottes glaubt, er sei in Schuld verloren, allein in einer dunklen Welt. Und jetzt schauen wir heute wieder einmal im Geist, ob es sein kann, dass es vielleicht phasenweise bei dir oder bei mir im Geist immer noch mal aufkommen kann, dass genau dieser Fall vom Denken und vom Gefühl her, also vom fühlenden Geist her auftreten kann. Ja? Also frage dich, fühle ich mich allein zum Beispiel? Schau in deinen Geist und überprüfe, ob du dich allein fühlst. Wenn dann kommt, nein, fühle mich nicht allein, fühle mich verbunden mit allen und mit jedem, dann ist das schon mal sehr gut. Dann hast du in diesem Moment im Geist geschaut, in diesem Moment bist du nicht ins Ego abgerutscht, sondern bist immer noch in der Schau Christi und immer noch in der Erkenntnis und erkennst das auch. Das ist gut. Ja, dann schaust du auch nach innen. Also der Gottessohn glaubt,
Er sei in der Schuld verloren, allein in einer dunklen Welt, in der der Schmerz ihn überall von außen niederdrückt. Schau also in deinem Geist, ob du ein niederdrückendes Gefühl verspürst, ein Druck, ob dich etwas nach unten drückt, ob das Gefühl vom Erdrücken in deinem Geist ist. Wenn das der Fall sein sollte, wenn nicht, ist es gut, dann ist es super, dann fühlst du dich immer noch leicht und dann gehst du einfach unter der Führung des Heiligen Geistes, in der du konstant bist, weiter. Wenn du aber dieses niederdrückende Gefühl wahrnimmst, dann rufst du sofort bitte den Heiligen Geist an. Der ist näher als dein Atem in dir. Ich bin dir näher als dein Atem. Und den rufst du dann an und sagst ihm, er möge dich bitte von diesem niederdrückenden Gefühl befreien, indem er dich wieder dem reinen Geist zurückerstattet. Heiliger Geist, ich bitte darum, dass du mich von dem niederdrückenden Gefühl befreist und mich jetzt sofort dem reinen Geist zurückerstattet. Dann gehst du in die Wehrlosigkeit, weil du musst jetzt zulassen, dass das geschieht. Wenn du jetzt in Gegenabwehr gehst, dann geht das gar nicht. Dann versuchst du dich vor der Erlösung zu schützen, wie wir hier im Kurs ja ganz offen ganz viel gelesen haben. Dann sagst du ja, der Kurs funktioniert nicht. Bei mir funktioniert der nicht. Bei allen anderen funktioniert nicht. Bei mir aber nicht. Das stimmt aber nicht. Der funktioniert bei allen, weil er ja beim Sohn Gottes funktioniert. Und der Sohn Gottes ist alle. Also ist es nur das Ego-Abwehrsystem, das Denksystem, was dann sozusagen eintritt. Und da musst du jetzt lernen, in die Wehrlosigkeit zu gehen. Wehrlosigkeit heißt, du hältst still, du lässt deine Gedanken still werden, du trittst zurück, du lässt den Heiligen Geist es herausnehmen aus dir, den falschen Gedanken aus dir herausnehmen. Es ist nur ein Gedanke. Es ist nur ein Gedanke. Aber ein Gedanke hat, weil der Sohn Gottes alle Macht hat, hat dieser Gedanke viel Macht. Er hat die Macht, dich niederzudrücken. Es ist dein Gedanke. Lass ihn jetzt vom Heiligen Geist transformieren, lass ihn jetzt läutern. Läutern bedeutet aufheben, das Wahre vom Falschen trennen lassen. Und sich das Wahre zurückgeben lassen. Das Wahre, das bist du selbst. Du, der du die Liebe Gottes bist, wird zurückgegeben und du wirst zurückerstattet. Jetzt machen wir hier weiter. Wenn er nach innen geschaut und dort das Strahlen erblickt hat, dann wird er sich erinnern, wie sehr ihn sein Vater liebt. Also, sage folgenden Satz heute im Laufe des Tages, entweder einfach so, sagen wir mal prophylaktisch, oder in einer Situation, in der du dich niedergedrückt fühlst und im Schmerz fühlst. Und in einer dunklen Welt. Lass mich nach innen schauen und dort das Strahlen erblicken. Dann werde ich mich erinnern, wie sehr mich mein Vater liebt. Kannst du diesen Satz dir merken? Nihira schreibt ihn ja auf, deswegen musst du ihn dir jetzt nicht merken. Wir lesen ihn nachher in der Aufgabe des Tages und dann wird er uns helfen. Wenn aber gar nicht so etwas stattfindet, dann kannst du einfach unter der Führung des Heiligen Geistes ganz normal dein freudiges Leben leben in der Schau Christi. Dann ist alles wunderbar.
dann kannst du dich einfach hingeben unter die Führung des Heiligen Geistes, unter der Führung des Heiligen Geistes einfach bleiben und einfach in der Freude und im Frieden Gottes sein und alle Geschenke annehmen, die dir den ganzen Tag hindurch gereicht werden und selbst auch anderen Geschenke geben. Und zwar dieses geistige, wunderbare Geschenk der Erlösung. Du kannst und sollst auch in deiner Funktion fungieren als der Sohn Gottes, der die vollkommene Liebe, die Gott ihnen die ganze Zeit schenkt, ausdehnen auf alle und auf jeden. Also dehne die Liebe Gottes auf alle und auf jeden aus. Und es wird unglaublich erscheinen, ja, also klar, wenn du jetzt aus der dunklen Welt plötzlich in die Welt von Licht und Liebe in Freiheit übergehst, dann erscheint dir das in diesem Moment erstmal unglaublich. Aber wenn du diesen Prozess schon 3000 Mal oder 300.000 Mal erlebt hast, oder 3 Millionen Mal erlebt hast, dann erscheint er dir nicht mehr unglaublich, dann kennst du ihn. Dann weißt du nur, das ist das. Ist ganz einfach. Ja, weil du hast es trainiert. Du hast es mit dem Heiligen Geist oder mit mir hier 1000 Mal, 100.000 Mal, 300.000 Mal, 3 Millionen Mal trainiert. Und deswegen ist es für dich ganz schnell. Es ist das Schnellste, was es gibt. Schneller geht es nicht. Es ist kein widriger Prozess. Es geht sofort und ganz leicht. Wir brauchen keinen widrigen Prozess. Geh nicht einen widrigen Prozess. Zieh dich nicht in einen widrigen Prozess zurück. Das musst du nicht. Du kannst sofort frei sein. Und es wird unglaublich erscheinen, dass er jemals gedacht hat, ja, also der Sohn Gottes, dass er jemals gedacht hat, sein Vater liebe ihn nicht und sehe ihn als verurteilt an. Schau noch mal in deinen Geist. Denkst du, dass dein Vater dich nicht liebt und dich als verurteilt ansieht? Also, dass er dich verurteilt, dass dein Vater dich verurteilt, indem er dir beispielsweise Krankheiten schickt oder Plagen schickt, indem er dich plagt, ja. Das ist nicht der Fall. Du erwachst, ja, und siehst, und es erscheint dir unglaublich, dass du gedacht hast, dein Vater liebt dich nicht und sieht dich als verurteilt an. Der nächste Satz, im Augenblick, so, und jetzt kommt die Augenblicklichkeit der Erlösung nochmal. Ich sage es nochmal. Es ist kein langer Prozess, kein widriger Prozess. Die Erlösung, die geschieht, wenn wir den Kurs lernen, schon auf Seite 1, im ersten Leitsatz. Wenn wir das erste Mal lesen, diese drei Sätze, die ja jeder kennt. Wie heißen sie noch gleich? Nichts Unwirkliches existiert. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Hierin liegt der Frieden Gottes. Irgendwie verstehen wir das schon ganz am Anfang. Irgendeine Art und Weise, obwohl wir den Kurs da noch gar nicht gelesen haben, aber wir denken dann schon, ah ja, klar. Jetzt bin ich frei. Im Augenblick, in dem dir klar wird, dass Schuld wahnsinnig ist. Und hier müssen wir lernen, hier müssen wir üben, ja, zu lernen, dass Schuld wahnsinnig ist. Also immer wenn in deinem Geist oder in meinem oder in unserem oder im Geist vom Sohn Gottes, der das alles träumt, in irgendeiner Art und Weise der Schuldgedanke aufkommt, sei es auch nur, wenn du zum Beispiel
ein Facebook-Reel guckst, in dem du eine Überschwemmung siehst, was ja heutzutage gar nicht mal so selten vorkommt auf solchen Reels, oder ein Instagram-Reel siehst, in dem du siehst, wie etwas Böses getan wird, oder ein Schabernack, der irgendwie einen bösen Hintergrund hat, ja? Wenn dann in diesem Moment in dir der Gedanke von Schuld aufkommt und du dann sagst im Geist oder denkst, ja, der oder der ist ja jetzt schuldig, ja, dann bist du schon reingefallen. Ist es schon passiert. Dann bist du schon wieder auf dem Weg ins Ego-Denksystem zurück. In die Knechtschaft, in deine Knechtschaft. Jetzt werde dir darüber klar, dass du das nicht willst. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass du dir das nicht anschauen darfst. Du kannst dir das anschauen. Nur beobachte deinen Geist währenddessen, was dein Geist währenddessen denken will. Also, was hier die Versuchung ist, zu denken. Und jetzt hast du die Möglichkeit, im Gegenteil dazu, dieses Reel, diese Situation zu segnen, deinen Auftrag zu erfüllen, den du ja hast, als Sohn Gottes, unter den Erlösern der Welt, in dem Traum zu sein, der umgeträumt ist vom Heiligen Geist, in dem du der Erlöser, in dem du unter den Erlösern der Welt bist, Erlöser unter den Erlösern der Welt bist. Kannst jetzt also diese Situation, die du da siehst, sei es Überschwemmung oder sei es der Schabernack, der einen bösen Hintergrund hat, kannst ihn segnen, kannst es segnen. Kannst sagen, meine Heiligkeit segnet die Welt und das war's schon. Das reicht dann schon aus. Das kannst du dann mehrmals wiederholen und vielleicht musst du dann auch nicht unbedingt noch weiter sowas gucken, aber wenn du das möchtest, wenn du da eine Anziehungskraft fühlst, dann frag dich an dieser Stelle, was ist das, diese Anziehungskraft, die ich da fühle? Warum schaue ich mir das an? Warum will ich das sehen? Wir hatten das gestern schon mal kurz erklärt. Ist da ein Bedürfnis in mir, dass ich das sehen will? Und wenn das der Fall ist, dann hat das was damit zu tun, dass du Schuld sehen willst. Das ist nicht der Wille Gottes. Das heißt also, in diesem Moment teilst du nicht den Willen Gottes, sondern du hast vorher gedacht, ich will jetzt eine Tsunami sehen. Ich will eine Umweltkatastrophe sehen. Dann gehst du ins Internet und schaust es dir an, weil du hast danach gerufen. Und dein Ruf ist es, der es wirklich macht, weil du der Sohn Gottes bist. Also du rufst dann sozusagen nach dem unglücklichen Traum. Du könntest auch nach Liebe rufen oder den falschen Ruf als einen Ruf nach Liebe deuten. Lass ihn vom Heiligen Geist umdeuten in einen Ruf nach Liebe. Der Heilige Geist kann das. Er kann das für dich umdeuten. Versuch's mal. Im Augenblick, in dem dir klar wird, dass Schuld wahnsinnig ist, ja, und jetzt nochmal, es ist wahnsinnig, Schuld sehen zu wollen, Schuld rechtfertigen zu wollen, also Katastrophen sehen zu wollen, die die Schuld bezeugen sollen, oder sei es auch witzige Schabernacke, dessen Hintergrund aber ein Böser sein soll, also Schuld wahr machen soll. Ja, also wenn zum Beispiel ein Dieb eine Handtasche klaut, ja, das ist ja angeblich, hat das was mit Schuld zu tun. Und dann hat vielleicht sogar diese Situation in diesem Film auf irgendeine Art einen glücklichen Ausgang. Naja, okay, dann sehen wir ja da schon wieder die Schau Christi, weil alle Dinge haben einen glücklichen Ausgang, aber für alle. Ja? Vergiss das nicht.
Es geht nicht darum, dass dem Dieb dann was passieren soll und dass dann der Beklaute lachen soll und du mit dem Beklauten lachen sollst, haha, jetzt hat er seine Rechnung bekommen. Das bezeugt ja nur die Schuld. Ja? Pass auf, was du dir anguckst oder pass auf, was du in dir für ein Bedürfnis hast, was du sehen willst. Sei es in diesen Filmchen, in diesen Reels, ja, in diesen Kurzfilmen oder sei es aber auch in diesen langen Movies, die du dir anschaust. Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere immer noch Netflix guckt oder Amazon guckt, ja. Das sind ja diese lustigen Gesellschaften, die viele Filme in die Welt bringen. Und dann schau dir dein Bedürfnis an. Was wählst du da aus? Was für ein Bedürfnis hast du in dir? Was willst du da sehen? Ja. Und jetzt verurteile dich nicht, dass du dieses, weil das ist jetzt ja wieder ganz klar der Ego-Trick, der dahinter steckt. Jetzt sollst du dich verurteilen, dass du dieses Bedürfnis hast. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, übergib dein Bedürfnis dem Heiligen Geist. Das ist der Weg. Übergebe dein Bedürfnis, übergebe alle deine Bedürfnisse dem Heiligen Geist in seine Hände. Und er wird dir zeigen, dass alle deine Bedürfnisse gedeckt sind und dass dein wirkliches Bedürfnis das Bedürfnis nach Liebe ist. Nach vollkommener Liebe. Dass es eine Täuschung ist, dass dein Bedürfnis nach Schuld ist. Das wird dir der Heilige Geist zeigen, aber dafür musst du es ihm erstmal übergeben. Sei also bereit, ihm das zu übergeben. Im Augenblick, in dem dir klar wird, dass Schuld wahnsinnig ist. Ja, was ich hier alles draus lesen kann. Gänzlich ungerechtfertigt und gänzlich grundlos. Ja, das wird dir in all dem gewahr werden, ja, indem du dem Heiligen Geist alle deine Bedürfnisse übergibst. Wirst du dich nicht fürchten, weil aus dieser Bedürftigkeit entsteht Furcht. Wenn du ihm deine Bedürfnisse übergibst, also Aufgabe für den Tag, übergebe alle deine Bedürfnisse dem Heiligen Geist. Er wird sie für dich so umdeuten und dir zeigen, was dein wahres Bedürfnis ist und dass es gedeckt ist. Dein wahres Bedürfnis nach der Liebe Gottes, nach deinem Vater, ist gedeckt, weil dein Vater dich liebt. Und deswegen wirst du dich nicht fürchten. Wir haben schon mal darüber gesprochen, die Angst vor Gott, die Angst vor der Erlösung, das ist Furcht. Hier wird Furcht mit Ehrfurcht verwechselt. Angst wird nur benutzt, um die Schuld wahrzumachen. Es wird also im Kurs mehr oder weniger immer wieder gelernt, dass Angst nicht wahr ist. Deswegen steht hier, wirst du dich nicht fürchten, auf die Sühne zu schauen. Jetzt könnten wir uns ja an dieser Stelle nochmal fragen, ja, warum soll ich mich denn fürchten, auf die Sühne zu schauen? Das ist doch die Erlösung. Ja, aber es ist so. Es ist so. Wenn wir uns vorher schuldig fühlen, haben wir Angst, auf die Sühne zu schauen, weil wir dann glauben, wir werden zerschmettert. Ja? Also musst du zuerst lernen, dass Schuld vollkommen ungerechtfertigt ist. Du musst zuerst mal lernen, dass du niemanden schuldig sprichst. Das ist ja kein einfacher Prozess im Ego. Aber unter der Führung des Heiligen Geistes ist es ein leichter Prozess, es ist ein leichter Weg, ihn unter der Führung des Heiligen Geistes zu gehen. Deswegen rate ich dir, die Führung des Heiligen Geistes anzunehmen, weil es ein leichter Prozess ist. Der Heilige Geist wird dich niemals verurteilen. Er wird dir immer sagen, du bist der heilige Sohn Gottes selbst, in dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Und das ist immer eine Befreiung für dich, eine Befreiung von der Schuld. Kommen wir also zu dem letzten Teil des Satzes.
auf die Sühne zu schauen und sie gänzlich anzunehmen. Und deswegen haben wir ja auch heute begonnen mit der ersten Aufgabe des Tages. Lass mich die Sühne voll und ganz annehmen, ja, erinnere dich. Ja, wir sind jetzt hier mit diesem Absatz am Ende der Erklärung angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist, lassen den Absatz einen Moment lang im Geist sinken. Ja, wir kommen zur Feedback-Runde. Ja, sind nur noch drei Teilnehmer da. Ich gehe mal davon aus, der Thomas hat ja eben angegeben, dass er zum Arzt gehen muss. Also ist er wahrscheinlich jetzt nicht mehr da. Das kann ich jetzt aber hier nicht sehen. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, gut, ruhig, etwas Juckreiz, den lasse ich sein, übergebe ich dem Heiligen Geist. Ich urteile nicht darüber, ich habe keine Meinung dazu. Ich will nicht recht haben, ich will glücklich sein. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zur Nihira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ich fühle mich gut, ruhig, freudig, freue mich auf den Tag. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, wir kommen noch zu meinem Feedback. Ja, es ist eine gute Wachsamkeit jetzt da und ich bin dankbar und ich bin im Frieden Gottes. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Wir machen jetzt eine Pause von 8 Minuten. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich jetzt, das Meeting fortzusetzen. Wir sehen im Kapitel 13 die schuldlose Welt, Römisch 10, die Befreiung von der Schuld, Absatz 9. Ich lese wieder vor, du kannst dich zurücklehnen vom Verstehen, loslassen und dich hingeben und einfach vertrauensvoll die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Du, der du unbarmherzig dir selbst gegenüber warst, erinnerst dich nicht an die Liebe deines Vaters. Und weil du ohne Barmherzigkeit auf deine Brüder schaust, erinnerst du dich nicht, wie innig du ihn liebst. Doch ist das ewig wahr? In leuchtendem Frieden ist die vollkommene Reinheit, in der du erschaffen wurdest, in deinem Innern. Fürchte dich nicht, die liebliche Wahrheit in dir zu schauen, sie durch die Wolke der Schuld, die deine Schau trübt, und blicke durch die Dunkelheit zum heiligen Ort, an dem du das Licht sehen wirst. Der Altar für deinen Vater ist so rein wie er, der ihn für sich errichtet hat. Nichts kann von dir fernhalten, was Christus dich erblicken lassen möchte. Sein Wille ist wie der Wille seines Vaters. Und jedem Kind Gottes schenkt er Erbarmen, wie auch du es nach seinem Willen tun sollst. Wir sind am Ende des Absatzes angekommen, verbinden uns einen Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung, lassen den Absatz etwas im Geist sinken.
Ja, kommen wir zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ganz gut. Alles okay, alles. Ja, bin schon wieder durch beim Arzt. Super, perfekt. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ruhig, gedanklich, ja, neutral, etwas tiefer, ein leichter Juckreiz. Danke. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich ruhig, freudig, weiterhin. Irgendwie gut gelaunt auch. Wunderbar, danke schön. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir noch zu meinem Feedback. Es geht mir gut, bin klar, frisch und im Frieden und in der Freude. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Kommen wir jetzt zu der Erklärung von diesem Absatz 9. Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 10, die Befreiung von der Schuld. Absatz 9. Du kannst wieder vom Verstehen loslassen, dich hingeben, die Erkenntnis aufdämmern lassen. Du, der du unbarmherzig dir selbst gegenüber warst. Ja, vielleicht kannst du mal auch heute mal im Geist schauen, ob du dir selbst gegenüber unbarmherzig bist. Also ob du so eine Art inneren Verurteiler in dir hast, der dich selbst verurteilt. Erinnerst dich nicht an die Liebe deines Vaters. Weil das nämlich so ist, also weil dieser innere Verurteiler, innere Rechthaber oder was auch immer, innere Richter in dir ist, was ja das letzten Endes ja das Ego ist, also wenn du das immer noch in dir hin und wieder entdeckst, dass du dich selber zurechtweist oder selber vielleicht sogar erniedrigst im Geist, dann dadurch kannst du dich nicht an den Vater erinnern. Das ist sozusagen der Schleier, der darüber ist. Kannst du dich nicht an die Liebe deines Vaters erinnern. Und weil du ohne Barmherzigkeit auf seine Brüder schaust, erinnerst du dich nicht, und weil du ohne Barmherzigkeit auf deine Brüder schaust. So, jetzt ist das hier bis zu diesem Komma erst. Ja. Wie schaust du auf deine Brüder? Schaust du jetzt mittlerweile auf der Seite 265 barmherzig auf deine Brüder? Kannst du jetzt schon auf deine Brüder barmherzig schauen, oder hat es gar nichts mit der Seite 265 zu tun, sondern hat es nur was mit dem Hier und Jetzt zu tun unter der Führung des Heiligen Geistes? Es hat nämlich viel mehr damit zu tun. Ja, also das wäre jetzt wieder unbarmherzig zu sagen, ja, ich bin ja schon auf Seite 265 im Kurs und kann meine Brüder immer noch nicht barmherzig anschauen. Ich habe immer noch Urteile bei meinen Brüdern, über meine Brüder. Ich verurteile die ja immer noch. So wäre ich unbarmherzig zu mir selbst. Jetzt gehen wir unter die Führung des Heiligen Geistes und da lernen wir, alle Barmherzigkeit unseren Brüdern gegenüber und uns selbst gegenüber, uns selbst, zu uns selbst hin. Also, und weil du ohne Barmherzigkeit auf deine Brüder schaust, erinnerst du dich nicht, wie innig du ihn liebst? Ja, also nochmal, das ist der Schleier über die Liebe, die du zu deinem Vater in Wirklichkeit hast. Also du fühlst
ganz viel Liebe in dir. Und das ist ein schönes Gefühl. Aber das kannst du entweder jetzt entdecken und sehen, weil das ist auch die Liebe deines Vaters zu dir. Das ist ein und dasselbe. Also die Liebe Gottes zu dir und die Liebe des Sohnes Gottes zu ihm ist ein und das ist die gleiche vollkommene Liebe. Mit dieser Liebe liebst du vollkommen. Und mit dieser Liebe liebst du auch deine Brüder vollkommen, also dich selbst. An der Stelle machen wir eine Aufgabe für den Tag. Und die beginnt mit, fühle dich tief in dich ein. Fühle dich durch jegliche Unbarmherzigkeit. Lass dich vom Heiligen Geist durch jegliche Unbarmherzigkeit hindurchführen, bis du zu der Barmherzigkeit des Heiligen Geistes gekommen bist und er sie dir zeigt. Also lass dich an der Hand des Heiligen Geistes durch alle Unbarmherzigkeiten hindurch zur vollkommenen Barmherzigkeit Gottes hinführen. Und fühle da, wie sehr du deinen Vater vollkommen liebst und wie sehr er dich liebt. Also wie sehr er den Sohn Gottes liebt, der du bist. Komme also zu deiner wahren Identität, Sohn Gottes, zurück und dann fühlst du das in deinem Geist, kannst du das fühlen. Zuerst ist es vielleicht sogar eine Art Wahrnehmung. Und dann wird diese Wahrnehmung so nah an Erkenntnis geführt, dass Erkenntnis leicht überfließen kann. Das heißt also, zuerst hast du vielleicht ein wahrnehmendes Gefühl von Liebe und dann zerschmilzt dieses wahrnehmende Gefühl in ein erkennendes Gefühl von Liebe. Das ist ein, in einer Transformation, ein anderes Gefühl, ist das, was du als ein ausgemachter Erdenmensch fühlen kannst, ja. Doch ist das ewig wahr? Ja, wir kommen noch mal zu diesem Ewigen, zu dieser Ewigkeit zurück. Also wir lernen hier im Kurs vor allem eins, dass in der Ewigkeit die ganze Wahrheit ist, die Ganzheit ist. Deine Ganzheit ist. Deine Ganzheit ist deine Wahrheit. Es ist ein und dasselbe. Und die Ewigkeit birgt die Vollkommenheit. Die Ewigkeit birgt auch deine Unveränderlichkeit, die du mit Gott teilst. Das heißt, es muss gar keine Schwankungen im Geist geben, in denen wir glauben könnten, ja, ich bin zwar mal in der Schau Christi und in der Erkenntnis, aber dann bin ich auch mal wieder schlecht gelaunt. Ich bin launig. Ja, also diese Launigkeit, die existiert gar nicht. Es ist eine eingebildete Launigkeit. Sie ist wie in einem Programm vorgegeben und dieses Programm, das wählst du. Das ist alles. Das Programm musst du nicht wählen. Also doch, das ist ewig wahr. Also diese Liebe, die du einmal also zu dir und zu deinem Vater fühlen kannst, sie ist einmal wahr und sie ist für immer, für ewig wahr. Sie ist eine ewige Wahrheit. In leuchtendem Frieden ist die vollkommene Reinheit. Der Frieden Gottes, der dir gegeben ist, der dir auch die Möglichkeit verleiht, in einer vollkommenen Stille zu sein, was du unter der Führung des Egos nicht kannst. Da kannst du nicht still sein, da kannst du nur laut sein und mit vielen Gedanken unterwegs sein, ja. Aber in leuchtendem Frieden ist die vollkommene Reinheit. Also hier findest du auch
Deine Reinheit, deine Sündenlosigkeit findest du im leuchtenden Frieden, in der Stille. Reinheit, reiner Geist, Ganzheit und reiner Geist. Schau nochmal in das Kapitel Ganzheit und reiner Geist, in der du erschaffen wurdest. Ja, das heißt also, wir gehen zu diesem Punkt im Geist zurück, an dem wir erschaffen wurden und erkennen jetzt, dass dieser Erschaffungsprozess ein ewiger Prozess ist. Prozess ist auch hier ein falsches Wort. Ich kann es aber jetzt nicht anders nutzen, weil es ist ein Wort und Worte sind ja, wie wir wissen, zweifach von der Realität entfernt. Sind Beschreibungen über Bilder, die für etwas stehen. Ja. Aber kommen so am nächsten dran. Ja, wir können es so nah an die Erkenntnis heranführen, dass Erkenntnis leicht überfließen kann. In deinem Innern. Das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig. Das ist nicht weit weg. Es ist nicht da draußen oben im Himmel, wo es blau ist. Es ist in deinem Inneren. Es ist auch nicht in dem Körperinneren. Es ist Geist. Es ist noch näher als der Körper. Es ist geistig. Es ist da, wo du denkst. Also da, wo es direkt anfängt mit dir. Im Denken fängst du an. Da beginnst du. Und noch früher, du beginnst in deiner Schöpfung. Da beginnst du in Gott. Und genau dahin führt uns der Heilige Geist im Geist zurück. Das ist die Zurückerstattung. Ja, das ist dieses, wir kennen das ja von so einem Gerät, was wir kaufen, ne? Da heißt es ja dann manchmal, wenn wir es reparieren müssen, zurücksetzen auf Werkszustand, ja. Das ist das Gleiche. Wir haben zurückgesetzt auf Werkszustand, ja. Also lass dich zurücksetzen. Lass dich zu, hier heißt es aber zurückerstatten. Fürchte dich nicht, die liebliche Wahrheit in dir zu schauen. Ja, wir reden hier nochmal von sich davor fürchten, auf die Liebe zu schauen, nach innen zu schauen. Also, schauen wir uns das nochmal an. Doch das ist ewig wahr. In leuchtendem Frieden ist die vollkommene Reinheit, in der du erschaffen wurdest, in deinem Inneren. Fürchte dich nicht, die liebliche Wahrheit in dir zu schauen. Okay, jetzt machen wir folgende Aufgabe des Tages. Wir setzen uns mal eine halbe Stunde hin, gehen mal nach innen, sobald wir Zeit dazu haben, unter der Führung des Heiligen Geistes und fürchten uns nicht, die liebliche Wahrheit in uns selbst zu schauen. Ja, nimm dir Zeit, lass dich vom Heiligen Geist führen und fürchte dich nicht, die Wahrheit, die liebliche Wahrheit. Ja, wir reden hier von einer lieblichen Wahrheit. Die Wahrheit ist keine schreckliche Wahrheit, sie ist eine liebliche Wahrheit. Zu schauen. Und deswegen fürchten wir uns nicht, weil sie lieblich ist. Sieh durch die Wolke der Schuld. Ja, wir müssen aber zuerst durch die Wolke der Schuld schauen, erinnere dich an das vorherige Kapitel, das hieß ja die Wolke der Schuld. Vielleicht schauen wir noch mal auch da noch mal rein. Aber durch diese Wolke der Schuld musst du dich durch mit dem Heiligen Geist durchbringen lassen, an der Hand des Heiligen Geistes durchführen lassen zu deinem inneren Licht. Zu dem inneren Kreis der Liebe, die deine Schau trübt. Ja? Die Wolke der Schuld ist nur ein Schleier, ist nur eine Wolke. Da können wir durchgehen. Es ist kein massiver Block. Wir glauben ja manchmal, das ist ein massiver Block, um so massiver
Stahlblock oder Blei, ja, schwer wie Blei, ist aber nicht. Der Heilige Geist kann das umdeuten und kann dir sagen, das ist nur eine Wolke, da können wir durchgehen, weil du bist nur reiner Geist und deswegen kein Problem. Ja, aber deine Schau trübt, ja, es ist nur eine Eintrübung. Und blicke durch die Dunkelheit zum heiligen Ort. Dieser heilige Ort ist in dir. Blicke zum heiligen Ort in dir, an dem du das Licht sehen wirst. In diesem Absatz hier, lies diesen Absatz heute im Verlauf des Tages nochmal durch und setz dich dann anschließend hin und meditiere die eben besagte halbe Stunde, weil in diesem Absatz wirst du zu deinem inneren Licht geführt. Also eine ganz tolle Sache. Der Altar für deinen Vater ist so rein wie er. Der ihn für sich errichtet hat. Nichts kann von dir fernhalten, was Christus dich erblicken lassen möchte. So, das heißt also, wir haben ja das auch schon mal so ausgedrückt, nichts und niemand kann dich aufhalten, die Erlösung der Welt zu vollbringen. Und hier steht jetzt, nichts kann dich aufhalten, dieses Licht in dir zu erblicken, weil Christus dich dies erblicken lassen will. Dies erblicken lassen möchte. Also nichts kann von dir fernhalten, was Christus dich erblicken lassen möchte. Siehst du, wie du hier von deinem Inneren haben wollen loslässt und jetzt mit Christus gehst und Christus es dich in dir erblicken lässt? Hier ist jetzt wieder, so wie wir das eben oder gestern schon besprochen haben, hier musst du dich führen lassen. Das heißt also, du musst in dir schwach werden, was muss man so, ja. Wir kennen das so ein bisschen aus unseren Liebesgeschichten, ja. Also, dass man in jemanden so verliebt sein kann, dass man sagt, ich werde ganz schwach. Ja, vielleicht kannst du dich daran erinnern, ja. So in etwa, so schwach musst du werden, ja. Wir kennen ja auch den Satz, in deiner Schwäche liegt meine Stärke. Also in der Schwäche des Egos liegt die Stärke Gottes. Dieses Schwachwerden in dir, das ist die Schwäche des Egos. Das Ego wird schwach, aber der Sohn Gottes in dir lebt auf und erwacht. Er wacht im Licht. Okay, also versuche hierin dich führen zu lassen und dein Schwachwerden nicht fehlzudeuten, nicht zu den, ich muss jetzt stark bleiben, sondern jetzt lass zu, dass dieses Schwachwerden passiert und dass darin deine wirkliche Stärke liegt. Jetzt kommt deine wirkliche Stärke in diesem Schwachwerden, in dieser Wehrlosigkeit, in diesem Schwachwerden. Da entsteht eine riesige Stärke in dir. Ist ja nicht leicht zu begreifen, ne? Aber deswegen müssen wir das eben erfahren. Wir müssen das mit dem Heiligen Geist durchgehen. Wir können nicht das nur schriftlich hier machen oder durchdiskutieren. Das funktioniert nicht. Jeder muss für sich seine eigene innere, spirituelle, geistige Erfahrung mit dem Kurs machen, mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt Erkenntnis. Ja, schauen wir jetzt nochmal jetzt den letzten Satz hier an. Lassen möchte. Sein Wille ist wie der Wille seines Vaters.
Und jedem Kind Gottes schenkt er Erbarmen, wie auch du es nach seinem Willen tun sollst. Also wie du siehst, ist dein Lehren und Lernen offensichtlich erbarmungsvoll zu sein gegenüber deinen Brüdern. Also sie nicht zu verurteilen, sondern ihnen alle Liebe zu schenken. Nicht die Liebe des Egos, die falsche Liebe, sondern Liebe Gottes, die sich durch dich ausdehnt, die du in diesem Moment, wo du willens bist, wo deine kleine Bereitwilligkeit da ist, sie deinem Bruder zu schenken, plötzlich durch dich hindurchbricht. Also ich lese den Satz nochmal. Sein Wille, Gottes Wille, der Wille des Heiligen Geistes, ist wie der Wille seines Vaters oder der Wille des Sohnes ist wie der Wille des Vaters. Und jedem Kind Gottes schenkt er Erbarmen. Wir wissen, es gibt nur einen Sohn Gottes, aber in der Sohnschaft nimmt sich der Sohn Gottes als viele wahr und deswegen muss hier stehen, jedem Kind Gottes, also das heißt also, jedem schwachen Kind, was du siehst, schenkst du Erbarmen. Wie auch du es nach seinem Willen tun sollst. Jetzt geht das Buch zu. Und jetzt machen wir hier eine letzte Verbindungsrunde und Feedbackrunde und dann sind wir für heute durch. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, im Moment bin ich ein ganz, ganz leises Lächeln. Das spüre ich in meinem ganzen Körper. Danke. Das hört sich gut. Vielen Dank. Wir verbinden uns in diesem Lächeln mit dir. Ja, wir kommen zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Moment? Ja, ich spüre in mir so dieses Wort Barmherzigkeit. Es breitet sich da irgendwie so aus und es ist was ganz Sanftes, sich weitendes, Liebevolles. So dehnt sich so aus. Das ist total schön. Danke. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum Thomas. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, danke. Mir geht's gut. Bin wirklich fit und mir geht's gut und gelaunt. Alles stimmt irgendwie. Mit dem Kurs hat es genau gepasst. Irgendwie, ja. Dankeschön. Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Zu mir. Ich fühle mich gut, bin dankbar, im Frieden, freue mich auf den Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag im Frieden Gottes, in der Barmherzigkeit. Übt die Barmherzigkeit, die euch selber dann feil wird. Mir und jetzt. Ciao. Oh, schön. Macht's ganz Tschüss. gut, ihr Lieben. Ich Schön, bin euch im zu Büro, aber sehen. sonnenbeschienen. Super. Ja. Ciao. Ciao.